Hallo und willkommen wieder zu meinem Let's Play Ocarina of Time. Joho, und wir wissen, wir nicht, aber ich weiß, was ich machen soll. Was zur Hölle macht der da? Wird hier nicht gebraucht? Aha, irgendwas ist hier komisch, ich muss mit dem Steuerkreuz spielen. Na gut, ich sollte das vielleicht hinkriegen, also für einmal, das geht noch. Ach stimmt ja, ich habe das ja umgestellt, weil bei Dings ging das nicht so richtig und... Moment, ja, es ist, ja, das ist jetzt ein bisschen ungewohnt und überhaupt generell, aber werde ich schon hinkriegen irgendwie. Was mich eher stört, ist, dass die Musik weg ist, wie bei Need for Speed. Na, ist wahrscheinlich ein weltverbreitete, was erzähl ich hier für ein Scheiß? Scheiß drauf, ich weiß, was geht, nämlich, ich habe in meiner Menüleiste einen Brief. Und da, dieser Brief ist von der königlichen Familie. Der beweist, dass ich von der königlichen Familie gesandt wurde. Und natürlich muss ich diesen Brief dieser Wache zeigen dort. Was soll man auch sonst machen? So, Hinder. Hier, Wache anvisieren. Brief zeigen. Oh, das scheint. In der Tat, es ist Zeldas Handschrift. Lass mal sehen. Na gut. Dieses Link, er hat den Auftrag, Hyrule vor dem Untergang zu bewahren. Prinzessin Zelda. Ha, was ist das für ein seltsames Vorhaben? Wie dem auch sei, du kannst passieren, Zwergenheld. Okay. Passiert. Ach, Herr Nachwuchsheld, Alter. Falls du planst, den Todesberg zu besteigen, solltest du dich mit einem stärkeren Schild ausrüsten. Der Vulkan ist doch immer aktiv. Auf dem Marktplatz in Hyrule wirst du sicher fündig, wenn du auf Ausrüstungsgegenstände kaufen möchtest. Wenn du ihnen sagst, dass sie dich geschickt haben, machen sie dir sicher einen Sonderpreis. Denkst du aber, deine Ausrüstung würde genügen, dann laufe ruhig weiter. Übrigens kann ich dich um einen Gefallen bitten. Du musst es nicht tun, aber immer mit dir habe ich eben einen guten Tipp gegeben. Warst du schon mal Maskenrenner in Hyrule? Über diesen Laden spricht zurzeit jeder. Mein Sohn drängt mich schon die ganze Zeit, ihm eine Maske zu kaufen. Doch leider fehlt mir die Zeit. Könntest du mir eine Maske aus dem Laden besorgen? Ich meine, nur wenn du zufällig mal nach Hyrule kommen würdest. Wie gesagt, ich kann hier nicht weg. Mein Job. Ah, du Ärmster. Gut, Slow Motion wieder ausgestellt. Slow Motion ganz bestimmt. Und ja, endlich geht's auch weiter. Ich habe ja aus Let's Play Need for Speed auch angefangen, weil ich mir das Spiel wieder geholt habe. Und wieder Speed. Ja, und da dachte ich mir, bevor ich jetzt mich total in Need for Speed vertiefe, mache ich doch lieber auch erstmal Dings weiter. Nein, sollst du hoch. Hallo? Geht's gut? Hallo? Du sollst hochgehen. Hier. Aha. Gut, hier geht's hoch. Und lalalala. Hoffentlich geht jetzt nicht gleich die Brücke hoch. Gut, 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 gut. Ja, ich bin drüben. So. Nein, Mist. So. Gehen wir hier mal weiter. Und mal gucken, was gibt es denn hier? Erstmal, ich glaube, der Händler soll hier sein. Glaube ich zumindest. Ich weiß es aber nicht ganz genau. Doch, hier ist er. Bazaar. Reden. Willkommen! Wähle aus, indem du Analogstick, bei mir komischerweise Steuerkreuz, egal, erstmal sprechen. Mein heißester Artikel ist zurzeit der Hylia-Schild. Aber für dich ist er wohl eine Nummer zu groß, kleiner. Das müssen wir also gucken. 80 Rubine, ich habe 91. Kaufen. Die Wache in Kakariko schickt dich. Nun, da werde ich dir einen guten Preis machen. Da la da da. Geh ins Ausrüstungsmenü, immer mit A auszuwählen. Möchtest du noch etwas kaufen? Nein. Okay, wir haben den für weniger als 80 gekriegt. Ich habe 91 K. Ich glaube, für 40 haben wir den gekriegt, oder für 50. Ja, für 50. Total schnell. Ja, ich will euch nicht unnötig langweilen hier mit dem ganzen Gelaufe. Und deswegen dachte ich mir so einfach, ja, ist gut. Kann ich auch einfach mal vorspulen. So, wir hätten jetzt auch hier im Ausrüstungsbildschirm. Wähle ich einfach mal aus. Gehen wir zurück. Können wir gleich mal sichern. Gesichert. Wieder weitergehen. So, wieder dadurch. Und jetzt haben wir ein großes, schönes Schild. Wir können uns allerdings nur unter dem Schild ducken. Wir können uns nicht dahinter verstecken.
Aber dieses Ducken ist ein Ganzkörperschutz sozusagen. Hier sehen wir den Gebirgspfad. Und der Gebirgspfad, was macht der? Nix. Da, jetzt kommen wir nämlich zur Grand City und ich habe einen Walkthrough angeguckt. Wie wir weiterkommen, denn ich war hier schon mal. Und ich habe keine Ahnung, wie ich es einmal, wo man einmal so weiter sollte. Und deswegen, so. Und deswegen habe ich mir diesen Walkthrough angeguckt. Jetzt weiß ich nicht, wo ich lang muss. Wow, hier sieht man. Dong. Wird geblockt. Ja. Mann, du sollst... Trottel. So, egal. Ich bräuchte einfach nur mehr Leben oder... oder sowas. So, eins. Mann. So, na, scheiße. Gut, okay, geschafft. Zwei, Dingschüsse haben gereicht. Im Übrigen gefällt mir die Musik nicht. Jetzt gerade, also die Musik ist irgendwie... So, du bist tot. Hier ist ein Stein. Den müssten wir irgendwie wegsprengen. Und da oben ist ein Herzcontainer. So, mal lesen. Dodongos Höhle, betreten unerlaubt ist verboten. Tja, und da könnten wir mit sprechen, mit dem sprechen, aber das tun wir nicht. Ach ja, was willst du überhaupt? Impa sagte, dass sich der heilige Stein des Feuers irgendwo im Todesberg befindet. Was denkst du, wo ich gerade hingehe, du Trottelin? Fee. Keine Ahnung. Ja. Jetzt kommen hoffentlich nicht wieder diese Knochenteile. Ich traue aber den Entwicklern zu, dass sie das eingebaut haben. Damals waren ja alle Spiele schwerer. Gut, wenigstens ist es nicht so wie in Twilight Princess, dass uns alle Teile friedlich, feindlich gesonnen sind. Hier, alle Goronen. Sondern die sind schon hier friedlich. Moment, hier soll ich glaube ich noch gar nicht lang. Aber trotzdem, wir lassen mal lieber Vorsicht walten. Kann ja sein, dass was passiert. Gut, hier sind wir lang anscheinend. Ja, den gleichen Pfad gab es nämlich auch in Twilight Twins Princess. Und ja, es gibt hier zwei Wege. Einmal können wir da lang natürlich. Und wir können einmal hier lang. Und dort ist eine Bombenpflanze. Die können wir versuchen aufzuheben. Aber wir können die nicht aufheben, da wir einfach zu schwach sind. Nee, das geht nicht. Na dann würde ich mal sagen, gehen wir einfach mal weiter. So. Und jetzt, was sollten wir überhaupt machen? Ich glaube, achso, ja, stimmt. Jetzt weiß ich wieder, was wir machen sollten. Nämlich. Hier sehen wir die Goron City. Also so heißt sie jedenfalls auf Englisch. Hier heißt sie Goronia. Ist aber so das gleiche sozusagen. So, rollen. Gut. Hier können wir mit diesem Typen reden. Reden. Aha. Darunia hat sich in seinem Raum eingeschlossen. Er sprach: Ich werde hier auf den Boten der Königsfamilie warten. Hihihihi, ich bin's. Tja, dann zeig mir dir doch mal den Brief. Scheint aber leider nicht zu wirken. Aber hier ist noch etwas, nämlich diese komische Plattform. Und wie wär's, wenn wir hier einfach mal... Nein. Hier kann man diesen Song spielen. Das bringt allerdings nichts. Scheiße. Nein, Moment, falscher Song. Nein, falscher Song, bitte, nein, ne. Wir sollen den von der Königsfamilie. So, das wär's. Und jetzt sollte eigentlich das Tor aufgehen. Dam. Und jetzt komme ich hier nicht weiter. Und jetzt kommt gleich eine ziemlich beknatterte Stelle, finde ich. Gucken wir uns das einfach mal an. Jetzt erstmal reden mit dem. Was? Wer bist du? Als ich das Lied der Königsfamilie gehörte, dachte ich, ein Abgesandter sei eingetroffen. Stattdessen sehe ich ein Kind. Hat Darunia, der Führer der Goronen, es wirklich verdient, so behandelt zu werden? Ich kann es nicht glauben. Geh zurück, entschlossen, sagt der König, er soll mir einen richtigen Mann schicken. Fragst du, warum ich so schlecht gelaunt bin? Dämonische Kreaturen sind in Dodongos Höhle eingedrungen. Die Donnerblumenernte war schlecht. Und zudem leidete mein Volk Hunger. Doch wie es auch aussah, dies ist Sache der Goronen, verdammt.
Wir sind stolz. Wir sind zu stolz, um die Hilfe Fremder in Anspruch zu nehmen. Alter. Allerdings auch hier so eine Spielplattform. Und jetzt zeige ich mal was ganz Beschissenes. Das hier. Und jetzt, Achtung, guckt euch das an, bitte. Also. Moment, hä? Und dann muss er den das direkt davor spielen. Ah, ja, genau, jetzt. Und dann? Wie war das? Unten rechts, links, genau. Dum, dum, dum. So, und jetzt guckt ihr das gleich mal an. Oh Gott. Jetzt tanzt der da rum wie Krüppel und... ja, Link, entferne dich mal ganz schnell. Alter, ja. Oh. Wow. Das ruft. Yeah, yeah, yeah. Geht's dem gut? Ein heißer Beat. Groovy. Let's Dance. Nein, ich mache hier Let's Play, kein Let's Dance. Yeah. Yahoo. Wow, cooler Sound. Meine schlechte Laune ist verflogen. Ich könnte mich nicht mehr halten. Ich musste einfach tanzen. Ich bin Darunia. Nee, ich bin der Anführer der Krone. Gibt es etwas, was ich für dich tun kann? Ja, wie? Du suchst den heiligen Stein des Feuers? Der heilige Stein des Feuers ist auch das auch als Koronenopal bekannt, ist das wertvollste Relikt meines Volkes. Ich kann dir erst geben, wenn du mein Volk beweist, dass du seiner würdig bist. Beweise dich, indem du die Kreaturen in Dodongos Höhle vertreibst. Bestehst du die Prüfung, ist dir der Dank meines Volkes gewiss. Der Lohn für deine Mühe soll der heilige Stein sein. Bevor du gehst, nimm dies an dich. Es ist ein Gastgeschenk der Koronen, ein Zeichen der Freundschaft. Trägst du es, kannst du sogar schwere Dinge wie Donnerblumen mit A heben. Juhu, wir können diese Bomben leben. Das Koronenarmband. Nein, ich will jetzt. Achso, ja, stimmt. Genau. Und jetzt müssen wir nämlich. Nein, Mist. So, genau. Ja, können wir das sichern. Gut. Nein, da lang. Ja, wir müssen einen Stock entzünden und jetzt schnell. Müssen wir jetzt ganz schnell hier raus. Und hier die ganzen Fackeln anzünden. Der Stock kann nicht abbrennen, wenn die Fackeln angezündet werden. So, jetzt dreht er sich so komisch und steht jetzt plötzlich wieder da. Keine Ahnung warum, aber ist auch so. So, jetzt gleich mal weglegen. Den Stock. Mist. So, der ist jetzt abgebrannt, hat man gesehen. Gut, wo muss ich lang? Da muss ich lang. So, jetzt geht's nämlich weiter. Ja, hier ist richtig. Weiter. Nein, wo ist das? Scheiße. Komm schon, schnell. Nein, Mist. Ich habe nur noch einen Stock. Schied. So, ganz schnell hoch. Hoch. Komm schon. Nein, ich habe keinen Stock mehr. Und überhaupt generell. Hallo. Wieder aufstehen. Keine Ahnung. Obwohl die Karte war eigentlich nur eine Abkürzung zu den Dings. Genau. Man sieht's. Aktion. Und jetzt können wir es echt hochheben, die Bombenteile. Und wir können die Bomben da reinschmeißen. Na, von hier nun gerade nicht. Gut, das war jetzt ein bisschen unnötig, aber wir haben keine Stöcker mehr, Mist. Und kaufen will ich keine, weil man die eigentlich normalerweise so findet. So, Moment. Wie war das? Von hier und dann von hier rüber werfen. Mist. Aber das geht. Und da kommt was richtig Gutes später aus diesem Teil raus.
Oder schon jetzt eigentlich. Man muss einfach nur ein bisschen treffen können. Nein, Mist. Wow. Okay, das war kacke. Dann wieder hoch, 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 hoch. So, weiter, 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 weiter. Ja, muss erstmal hinkriegen, dass das. Also, dass man überhaupt trifft. Weil treffen muss erst gelernt sein. Kennt man ja. So, aber wir haben hier ganz gut viele Bomben, also von daher. Die gehen nicht so schnell aus und. Ja. Gehen wir weiter, 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 weiter. Hoch, 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 hoch. So. Nach da. Rennen, rennen, rennen. Leider explodieren sie ziemlich schnell, die Teile. So. Trifft er? Nö, trifft nicht. Mist, dann nochmal hoch. Ja, weil dort kommt ein Herzteil raus. Wie ich gesehen habe. Und man muss bloß das Teil treffen. Und der Typ, der das in Ward 2 gemacht hat, der hat das. Mist. Was war das? Ich hab was zerbombt. Ich weiß bloß nicht was. Okay, null Ahnung. Ich glaube, ich habe die Wand da. Da waren ja auch Bomben. Nein! Weg damit! Oh, Glück gehabt. Hier. Hier habe ich was weggebombt. Geh ich mal da rein? Okay. Dit. Goronladen. Interessant. Reden. Willkommen. Der sieht ja toll aus. Okay. Die nur Erwachsene passt. Schützt doch vor großer Hitze. Leider sind wir noch nicht erwachsen. Bomben, 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 Bomben. 10 Stück, 5 Stück. Wir haben aber noch keine Bombentasche, oder? Tut mir leid, die Bombe hier ist nur eine Attrappe. Die echten sind ausverkauft. Scheiße, wir kriegen noch keine Bomben. Okay, rotes Elixier brauchen wir nicht. Herz, 10 Rubine. Bräuchten wir eigentlich auch nicht. Ja. Würde ich aber mal sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir kommen erstmal nicht weiter. Und von daher, mal gucken. Jetzt habe ich eh erstmal Lust auf Need for Speed. Dann mache ich jetzt einmal Need for Speed. Tschüss, bis zum nächsten Mal.